unsere Einstellung hier gut ist. Sehr interessant. Das Ding ist hart. Nice and shiny, würde mein Bruder jetzt sagen. Vierte. Willkommen bei der Kfz-Putzi. Schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ach, wir sind immer noch beschäftigt mit unserem Taxi. Weil der zieht ja auch nicht mehr. Komischerweise nur, wenn wir auf die Autobahn fahren. Und deswegen wollten wir uns heute ein paar Sachen anschauen. Unseren Diagnosetest haben wir dabei. Läuft der mir gerade ein bisschen unruhig oder kommt mir das so vor? Jetzt wird er ein bisschen wackeln. Irish macht sich schon tierisch in die Hose. Ah, die kommt gerade mit Kaffee. Ich habe ja schon alles vorbereitet. Irish, möchtest du fahren oder du guckst und ich fahre? Wie willst du das machen? Wir werden uns die Parameter mal anschauen, weil ich habe eine Vermutung, gucken, ob es daran liegt oder nicht, werden wir schauen. Also fahren wir jetzt erstmal eine Runde. Also das ist ein Problem, Kategorie Fass ohne Boden, ehrlich. Parameter, alles stimmt. Newtonzahl, Ladedruck, Leistungsprüfstand von mit dir ist ganz genau. Wir haben 384 Newton, ne? So, siehst du das? Das haben wir auch gemessen. Oh, schön, dass du sagst. Oh, ich guck doch nicht nach vorne, ich nehme doch gerade auf. Guck du doch nach vorne. Wir haben fast Cobra 11 gedreht hier. Ja, genau. Ne, guck mal, jetzt macht der nicht. 145 Newton hast du, 1,8 Bar. Ja. 1,8 Bar, ich drück. Ne. Geht nicht. Ladedruck ist bei 2 Bar. 60 Newton. Es kommt und geht. Man kann nicht genau sagen, wann es kommt. Nee. Sehr interessant. Lass uns mal die Luftmasse mal schauen. Die ganzen Abgastemperatur, alles ist super. Okay, 1200, 1300. Ja, das ist gut. Wenn du Vollgas gibst, muss der, glaube ich, zwischen 1400 und 1600 sein. Also das gucken wir uns auch nochmal an. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir haben aktuell ein Problem mit unserem Taxi, mit dem wir diese Pothole-Rallye fahren werden. Es fühlt sich an, als würde er nicht ziehen oder es fühlt sich an, als würde er die Gänge nicht reinhauen. Also wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, es ist was zum Turbo. Ladedruckschlauch oder ein Luftmassenmesser. Aber wir sind seit 2-3 Tagen jeden Abend bis 1 Uhr morgens sind wir da am Suchen, am Machen, am Tun. Wir haben die ganzen Messdaten angeschaut und wenn dieser Fehler auftritt, ist alles nicht gut. Und das ist das Problem. Wir haben schon so viel an diesem Auto reingesteckt. Hätte ich das mal gewusst, ganz ehrlich, hätte ich mir sofort die neue E-Klasse kaufen können. Damit die Rallye fahren. Febi hat ja damals mich gefragt, ob ich da nicht Lust habe, diese Pothole Rallye für die zu fahren, weil die sind ja Hauptsponsor. Ich habe gesagt, ey, kein Problem, ich freue mich. Ich habe schon voll die geile Idee. Lass es ein Taxi kaufen. Hätte ich den Yunus jetzt vor mir, das soll man machen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gucken, was Sache ist, weil wir haben auch keine Zeit mehr. Wenn dieser Fehler nicht auftritt, haben wir ein super schönes Auto. Alles wurde gemacht. Gelenke, Bremsen, Reifen kommen ja noch. TÜV-Geschichte werden wir auch noch machen. Kann es hier versprechen, das Ding wird ohne Mängel durchs TÜV gehen. Da bin ich mir auch 100% sicher. Das einzige Problem, was wir echt nur noch haben, ist, sobald wir so eine leichte Steigung haben, dass der auf einmal bumm stehen bleibt. Und das darf nicht sein. Einer so ein Problem schildern würde, würde ich sagen, irgendwas stimmt mit dem Ladedrucksteller nicht. Oder Luftmassenmesser nicht. 650.000 gelaufen. Alles scheint bei dem irgendwie original zu sein, als würde er niemals eine Inspektion bekommen zu haben. Das ist ja Wahnsinn. Wie wenn den Turbolader einfach auf Verdacht komplett tauschen. Es gibt ja auch keine Fehlermeldung. Das ist ja das Geile bei diesem Auto. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Heute werden wir einfach mal den Turbolader wechseln. Einfach. So, für die Leute, die es nicht wissen, Garrett arbeitet mit Febi zusammen. Ab August, wenn ihr einen Garrett-Lader oder Febi-Lader kauft, was kriegt ihr dann? Ihr kriegt Garrett-Lader. Und Garrett-Lader ist der Mercedes unter den Turboladern. Das ist so. Es gibt nichts Besseres als den Garrett-Lader. Freue ich mich schon. Aber was ist das hier, Ivo? Hast du da schon mal reingeschaut? Reifen. Kann man aufmachen. Wie geil ist das denn? Ist perfekt für unser Pothole Rally. Hier, da
haben wir nochmal eine Anbauanleitung. Nicht fallen lassen. Okay, schade, ich wollte das eigentlich fallen lassen. Aber. Nice and shining, würde mein Bruder jetzt sagen. Turbolader sitzt ja hier. Das ist unsere Ansaugung. Die ist ölig, wie man das schön sieht. Wir haben den ohne Ansaugung hier laufen lassen und haben gesehen, dass er die ganze Zeit Öl rausschießt. Ihr seht ja auch, wenn ihr jetzt schön reinschaut, das können wir gleich beim Abbauen schon sehen. Da drinnen war alles ölig. Und das ist natürlich nicht gut. Dürfte eigentlich auch bei dem jetzt nicht so ein Akt sein. Das Wichtigste ist natürlich die Krümmerschrauben. Wenn die rauskommen ohne Probleme, wäre super. Von denen habe ich am meisten Angst. Ansonsten dürfte da nichts sein. Und ich hoffe mal, wenn wir das hier wechseln, dass unser Problem behoben ist, Ivo. Ansonsten haben wir einen schönen neuen Lader drin. Ja. Schrauben kommen natürlich vom Krümmer hier ab. Ich überlege, ob ich den ganzen Krümmer aufbaue. Aber bei 650.000 könnte so ein Krümmer schnell kaputt gehen. Wir haben ja auch keinen Riss oder so, sonst hätte ich Abgasgeruch oder so. Ja, jetzt müssen wir diese Schrauben auf jeden Fall mal schön erhitzen, damit wir die erneuern können. Zwei gehen super raus, also sind locker, aber der eine will nicht. Ich habe da jetzt keinen Bock, Bolzen abzureißen. Der vom Turbolader kann abreißen, überhaupt kein Problem. Aber die anderen Sachen dürfen nicht abreißen, weil sonst haben wir ein kleines Problem. So, gucken wir da jetzt. Auf jeden Fall Spiel hat der. Schauen wir uns auf jeden Fall mal die Schaufel an. Ist auf jeden Fall ein Originaler. Genau das gleiche eigentlich. Gucken wir uns die Seiten an. Ja, den Spiel hat der, das ist aber nur. Oh doch, okay, der hat ein bisschen viel Spiel. Ja. Guck dir das an. Das ist aber auch normal, weil wir jetzt keinen Öldruck haben. Aber der hat hier überhaupt kein Spiel. Ja doch, der hat auch ein leichtes Spiel. Hier hat er auch schön Öl verloren. Schön Ladedruck verloren, ne? So, mal gucken, ob wir den auch noch abkriegen. Ich hoffe mal, den kriegen wir ab. Abgastemperatursensor. Okay, den kriegen wir schon mal nicht ab. Den machen wir mal warm, vielleicht haben wir Glück. So, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Ich will nur gucken, ob unsere Einstellung hier gut ist. Ich habe den natürlich mal elektrisch angesteuert. Es sah gut aus, aber ich hatte das Gefühl, der war so schwergängig. Hier machst du den ab. Dann machen wir den hier ab und dann schauen wir. Ah, doch, der ist schon leicht schwergängig. Der ist elektrisch, da wollen wir nicht gucken. Ja, okay, also ich hätte es jetzt ein bisschen schlimmer vorgestellt, ist es aber nicht. Es kann sein, dass wir den Turbolader echt umsonst tauschen, sage ich dir jetzt schon. Ich meine, wir haben alles schon getauscht, ob jetzt ein Turbolader dazukommt oder nicht. So, Öl lassen wir jetzt auch ab. Ganz wichtig natürlich beim Turbo wechseln, immer das Öl erneuern, aber ist ja klar. Turbolader ist komplett drauf. Das ist das Gute. Super. Ey, auch super passgenau. Ne? Das ist ja klar. So, Lambda-Sonde nochmal drauf. Den können wir ja nicht, dass wir den später vergessen. Ölfilter nochmal raus. Alles gemacht, bis auf. Die kommen einfach nicht raus bei uns. Abgastemperatursensor haben wir warm gemacht. Es ging nicht. Haben wir bestellt. Kommt morgen. Oder Turbowechsel. Sehr, sehr wichtig. Hier, Spezialöl für die Erstbefüllung. Steht auch drauf. Das ist natürlich wichtig, das machen wir morgen dann direkt mit rein, da haben wir auch so einen schönen Schlauch und danach machen wir die Vorleitung rein und dann fertig. So, Ölfilter will ich mir nochmal anschauen, aber das Öl sah natürlich wie immer katastrophal aus, Leute. Kriegt ihr den ab? Boah, okay. Nee, bring mir mal mein. Der Plastikteil kann kaputt gehen. Ach, ey, ja! So ist unser Ölfilter. Guck dir das an, Leute. Der ist so lange schon drin. Das Ding ist hart. Einfach nur traurig. Das ist echt heftig, das habe ich auch noch nie gesehen. Guck
Guck mal, hier müssen wir alles sauber machen. Die ganze Ablagerung siehst du. So sieht dann Öl aus, ne? Nach der Zeit. Da sieht man eigentlich, wie robust diese Maschinen sind, ne? Also das kann ich mir gut vorstellen. Dann war er irgendwo in so einer Stammwerkstatt und da hat er nur gesagt, komm, Ölwechsel. Da hat er die Werkstatt gesagt, ja, aber ich brauche mal Ölfilter. Ah, egal, ja, Ölfilter brauchst du nicht. Das günstigste. Ja, mach einfach nur Öl raus, Öl rein. Vielleicht war das auch so einer. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn es nur noch um Profit geht eigentlich. Klar, ich habe so ein Auto, ich muss gucken, dass ich Geld reinkriege, aber keine Pflege. Ja. So, und bevor wir das noch machen, Systemreiniger noch rein. Ja. Also beim Systemreiniger wäre natürlich geiler, wenn wir natürlich den warm laufen lassen hätten. Haben wir aber in dem Fall nicht, aber egal, besser als gar nichts. Weil das macht man 10 Minuten vorher rein. Oh, vorher schon? Ja, und dann lässt man den, aber egal, machen wir jetzt einmal durch. Das soll er einmal durchspülen hier. Abgastemperatursensor ist drin. Jetzt machen wir nur noch das Öl rein. So sieht das Ganze aus. Na, das reicht. Das ist zu viel hier. So, wir werden auf jeden Fall erstmal 5W30 reinmachen fürs Durchspülen. Und ich werde eine kurze Zeit später auf 5W40 rübergehen. Das ist nur zum Spülen gedacht, das Öl. Keine Angst hier. Der Trichter ist ja extra dafür geeignet. Guck mal, nix. Läuft aus. Super. Jetzt schauen wir mal, ob es richtig ist. Aber siehst du, wie ein kaltes Trichter läuft? Super, ne? Das ist echt schön. Gut, die Schelle machen wir gleich drauf. Wir gucken mal, ob alles richtig ist. Lass den schön abtauchen. Hier läuft er jetzt gut, ne? Weil da hat er ja ein bisschen Geräusche gemacht. Aber warum, haben wir ja auch gesehen, weil der Riemen war... Ne, auch da, guck mal hier auch. Warum wundert mich das Ganze nicht? Warum? Hallo! Hallo, die erste Fahrt nach dem Turbowechsel. Oh mein Gott. Wie viele Probefahrten muss ich noch machen, bis wir diesen Fehler haben? Ja. Aber wir haben jetzt keinen Diagnosetester dabei. Wäre das nicht besser gewesen mit? Nein. Wichtig ist jetzt erstmal tanken. Wir haben überhaupt keine Reichweite mehr. Ja, dann lass mal zur Tankstelle. Oh ja, Turbo ist sofort da, ne? Ja. Jo, jo. Ist besser jetzt? Also der andere war das andere kaputt? Kann man das so sagen? Nein, wir haben den jetzt nicht auseinandergebaut, aber du musst dir ja vorstellen, der war ja 650.000 drin, also da war noch der erste. Es ist ja manchmal bei 60, manchmal bei 80, manchmal bei 100. Und ich schätze mal, dass die Einstellung einfach kaputt ist oder die VTG-Innenleben ausgeschlagen ist. Und das kann natürlich bei 650.000 passieren, dass es immer wieder sporadisch auftritt. Ich denke mal, schlecht ist es ja sowieso nicht, das Ding zu tauschen. Genau, wir werden jetzt tanken und danach werden wir wieder auf die Autobahn fahren und dann wissen wir wieder mehr. Dann lass erstmal tanken, hast du alles Geld dabei? Ich nicht, du hast jetzt wieder ein Taxameter hier. Ja. Natürlich, was ist denn los? Ich habe keinen Geldbeutel dabei, tut mir leid. Du steigst in ein Taxi ein, da musst du Geld dabei haben. Ja, das ist dein Taxi, also deswegen ist es ja okay, glaube ich. Nein. Hallo. Ich muss Geld verdienen. Ich muss auch Geld verdienen. Weißt du, was ich alles ausgegeben habe hier? Zahlst du mich hier? Ich nehme auf, ne? Was zahlst du mich? Du hast Geld, jetzt ist auch ein Auto bekommen. Dann kann ich ja eine Umsonstfahrt kriegen. Ja, ja. Weißt du? Sofort da rein. Wieder mit einem Zuschlag natürlich. Du kannst ihr Auto waschen. Okay, dann sag ich mal bis gleich. Bis gleich. Der beschleunigt ganz anders jetzt, ne? Da merkt man, da ist Druck dahinter. Weil davor hatte ich das Gefühl, der hat beschleunigt, aber so... Der kam so, nicht. Nein, doch, doch. Nein, nicht so, nicht kam, so. Doch, der kam auch. Davor aber, dass er unregelmäßig beschleunigt hat. Also auf einmal zu viel, zu wenig. Wenn ich jetzt 10-mal beschleunigt habe, war 10-mal unterschiedlich. Bei einmal richtig Power, bei einem weniger. Du hast recht. Ja, also so kam mir das jetzt vor. Und hier, wenn du Gas gibst, du merkst, dass dieser Ladedruck
da langsam aufsteigt. Ach, da aber richtig. Ja. Ja. Guck mal jetzt. Ne, merkst du diesen das Druck? Ich merke diesen richtig. Druck ganze Zeit jetzt. Ja, das ist richtig gut. Jo, jetzt hat er richtig Power. Ja. Okay, aber ich meine, davor hatte er auch Power gehabt. Ja. Wie gesagt, unser Problem ist 80, 100 auf der Autobahn. Dann Leistungsverlust. Genau. Da geht dann nichts. Deswegen, oh mein Gott, drückt mir bitte die Daumen. Und wenn nicht, könnt ihr liken schon mal. Ja, aber sei mal nicht traurig, wenn es nicht geht. Dann boah, natürlich bin ich traurig. Ja, ich weiß, aber es gibt ja noch eine Option. Ja, danach gibt es echt eine Einung. Nee, ja. Kann nicht sein, kann nur was anderes sein. Ladedruck. Ja, okay, so ein Ladedruckschlauch kann ja auch kaputt sein. Das heißt, nein. Oh, Kati. Oh, Mann. Siehst du, ich bremse auch vier Tiere hier. Natürlich. Ich bin echt aufgeregt, als würde ich jetzt gleich eine Prüfung schreiben. Reaktion ist da? Nee, wieder nicht. Ist er schon wieder? Warte, jetzt wieder. Aber gerade eben hat er es kurz gemacht. Ja, jetzt hat er gerade kurz das gemacht. Und jetzt macht er es wieder. Okay. Jetzt haben wir schon einen neuen Turbo drin und der kommt nicht klar. Hey. Luft? Luft höre ich. Ja, ich höre. Als wenn jetzt irgendwas abgegangen wäre. Ja, ich glaube, der Ladeschlauch ist rausgekommen. War der nicht fest oder war das zu viel? Ja, dann habe ich den nicht richtig reingesteckt. Also das Problem ist weiterhin da. Ja, lass mal den Ladeschlauch mal reinmachen. Ja. Aber jetzt wieder, guck mal, wir haben keine Power. Wir machen einmal auf N, einmal auf D. Jetzt hat er wieder. Jetzt hat er wieder Power. Muss nichts heißen, wenn du berghoch gehst und dann N und D. Nein, der hat gerade Rollen wieder nicht gezogen. Deswegen. Achso. Jetzt haben wir wieder Power. Alle guten Dinge sind 100 gewesen, oder was war das? In unserem Fall ja. Weil irgendwann glaubt man gar nicht mehr dran. Dass es mal was wird? Ja. Man verliert die Hoffnung so, ne? Ja, man sieht den Wald voller Bäume nicht irgendwo. Ja. Man wird hier nur noch jetzt wahllos was tauschen und vermuten. Fehlermeldung sagt er uns nicht. So, beschleunigen mal ganz kurz. Ja, super, bis jetzt super. Und hier wird er jetzt gleich. Also Reinosch, bis jetzt beschleunigt der. Ja. Logischerweise hat er bis jetzt noch nie hier gemacht. Nee, das stimmt. 100. Aber jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir es wieder. So, guck mal, ich mache jetzt. Guck mal, er beschleunigt mich. Ich mache einmal auf N. Dann mache ich wieder auf D. Er ist. Jetzt beschleunigt er wieder. Aber nicht so krass. Einmal Kickdown. Doch, jetzt ist ganz normal. Hey, ob das normal ist, ich weiß nicht. Yes. Es ist Wahnsinn. Ey, weißt du, was ich nie probiert habe? Was denn? Manuell zu schalten. Ja, mach doch mal. Zweite, dreht nochmal durch. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Zweite, super. Dritte, super. Vierte, auch super. Ey, jetzt schaltet der. Eidosch, als wenn es 120. So, hat er irgendwas mit dem Automatik, dem Problem oder was? Guck mal, jetzt habe ich wieder auf D gemacht bei 130. Dann kommt wieder Fehler. Da kommt der nicht. Guck mal, wir machen jetzt so: einmal auf N, dann auf D. Kommt er nicht? Doch. Und jetzt beschleunigt der wieder. Aber bei Manuel hat er das Problem überhaupt nicht gehabt. Ich merke, wenn wir mit Beschleunigen hochfahren, haben wir überhaupt keine Probleme. Vielleicht hast du echt ein Problem hier mit irgendwie Elektronik. Haben auch sehr viele geschrieben. Ja, das hattest du auch irgendwo erwähnt. Ja. Jetzt Wahlhebel. Komm, mach mal hier manuell bitte, ja? Oh, SRS ist wieder angegangen. So, manuell. Erste Gang ziehen wir durch. Dann zweite Gang. Werden auch mit dem zweiten Gang gleich beschleunigen. Wir sind bei 2.500, 3.000 Umdrehung. Kein Problem, ne? Nee, doch, jetzt macht er das wieder. Ja? Ja. Ach, guck mal. Nee, aber guck mal, jetzt kommt der aber trotzdem.
mal, jetzt aber nicht wirklich. So, jetzt machen wir auf R. Machen wir auf D. Gar nicht. Aber jetzt hat er wieder, jetzt kann er wieder beschleunigen. Jetzt beschleunigt er wieder. Jetzt wieder nicht, dann wieder doch. Jetzt beschleunigt er wieder ganz normal. Ich verstehe das Auto nicht, ganz ehrlich. Guck mal, als wäre nichts, du kannst durchbeschleunigen. Denkst du denn, hat der vielleicht hier echt ein Problem? Würdest du das in Betracht ziehen, eventuell das Teil hier auszubauen? Nein. Wahlhebel ist es nicht, es ist der Wandler. Wir werden die Magnetventile tauschen, beim nächsten Mal Wandler tauschen. Magnetventile auch? Ja. Die ganzen Magnetventile, das kann auch daran liegen. Okay. Oder wir machen den Wandler neu. Dann gucken wir erstmal. Dann füllen wir das Öl rein und dann fahren wir nochmal und dann gucken wir mal, ob es in Ordnung ist. Wenn es dann nicht wieder in Ordnung ist, dann holen wir die Magnetventile raus. Ja. Wir können es einfach ausschließen, dass es nicht der Turbo ist, nicht der Ladedrucksensor ist. Richtig. Und Bremslichtschalter. Bremslichtschalter haben wir jetzt auch gewechselt. Genau. War mal auffällig. Ja. Aber ich muss sagen, ey, Turbo. Geht super, ne? Also der ist richtig, aber man merkt das richtig. Machen wir mal Kickdown, ey. Einmal mal Kickdown jetzt. Aber auch, das ist halt, weil er das nicht umsetzen kann. Er kann das nicht umsetzen. Ey, wir können keinen Kickdown machen. Ja, der hat, also ich denke Wandler, wirklich. Also ich habe nur noch das Gefühl, das wird daran liegen Wandler. Und danach, dass das danach in Ordnung kommen wird. Das ist der Wandler. Ja, du hast jetzt alles ausgeschlossen, was da nur Luftmassenmesser kann ich mir nicht vorstellen. Nein, Luftmassenmesser. Glaube ich auch nicht. Weißt du, wenn wir Berg hochfahren, dann braucht er alles an Kraft. Ja. Und das kann er in den Augenblick nicht umsetzen. Und wir haben ja auch Geräusche. Ja. Ein Wandler macht Geräusche. Und was wir im letzten Video gesehen haben, die Späne, die wir gesehen haben. Mhm. Weil das ist ja auch ein Indiz. Wenn sehr, sehr viele Späne im Getriebe sind, dann kann auch der Wandler kaputt sein. Ja. Also, im nächsten Video Wandler ausbauen. Oh ja. Genau. Das wird bestimmt eine super Arbeit, ja. Oder? Aber der Turbo ist geil. Ist das schwer auszubauen? Wandler? Mhm. Werden wir sehen. Oh ja. Dafür haben wir Aldata. Guck mal einmal ganz kurz rein, was wir alles abbauen müssen. Zu bezahlen, Aldosch, dann weißt du Bescheid. Habe ich wenigstens noch was. Klar, natürlich hättest du gerne. Kriegst du irgendwann. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.